Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video von Jackamo. Cool, dass ihr dabei seid. Und ja, ihr seht schon, wir sind jetzt wieder draußen. Letzte Woche hatten wir noch Schnee und jetzt scheint die Sonne. Wir haben 15 Grad oder noch mehr, die Sonne scheint. Deshalb haben wir überlegt, was wieder draußen zu machen, das gute Wetter auszunutzen. So, wir wollen heute das Thema Koordinationsleiter machen. Einige kennen das schon von der Schule her, ne, haben wir schon einige Übungen gemacht. Und heute möchte ich euch ein paar Übungen zeigen und wie man durch die Koordinationsleiter geht. Wenn ihr keine Koordinationsleiter habt, habt ihr die Möglichkeit, einfach mit Kreide euch eine Koordinationsleiter auf den Boden zu malen. Ne, ihr könnt hier einfach Kästchen malen, das geht ganz einfach. Ihr werdet bestimmt irgendwo Möglichkeiten haben, bei euch im Garten irgendwo einen Platz oder irgendwo einen Platz, wo man das machen kann, das werdet ihr schon finden. Also einfach eine Leiter auf den Boden malen, vielleicht haben ja sogar einige sogar eine Leiter zu Hause, aber wie gesagt, ganz einfach mit der Kreide. So, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich bei Jackamo. So, und wir wollen anfangen mit unseren Koordinationsübungen. Gut, also ganz am Schluss werden wir heute bei dem Video ein paar Fragen wieder stellen, die drei Checker-Fragen, also passt gut auf und dann könnt ihr bestimmt die Checker-Fragen gut beantworten. So, ganz wichtig bei der Koordinationsleiter, erstmal so ein paar Dinge am Anfang. Wichtig ist, dass ihr die Übungen, wenn ihr noch nicht so gut könnt, fangt langsam an, macht sie erstmal in Zeitlupe und nicht direkt zu schnell machen. Also wichtig, wenn Übungen etwas schwer fallen, erstmal langsam. Wir versuchen von den einfachen Übungen in die schwierigen Übungen rüber zu gehen. Und ja, unser Koordinationsleiter. Wichtig ist eben auch, dass ihr versucht bei den Übungen, dass die Füße, ne, dass ihr auf den Fußspitzen arbeitet. Ne? Das ist wichtig. Also nicht mit dem ganzen Fuß arbeiten. Das werden wir nachher mal vielleicht nochmal auf Slow Motion zeigen. Und also vorne auf den Fußballen arbeiten. Gut, so, ich fange an mit den ersten Übungen. Ich glaube, Lars, komm mal ein bisschen näher, nicht so weit weg hier, weil ich fange am besten hier an und mache das dann immer so in die Richtungen. So, es gibt die ganz einfache Übung erstmal. Wir gehen durch die Leiter. Ne, wir gehen immer mit einem Fuß durch die Leiter, versuchen eben diese roten Stangen nicht zu berühren und versuchen vorne auf den Fußballen die Übung zu machen. Ne? Man kann auch die ganzen Übungen kann man eben auch rückwärts machen. Zack, immer ein bisschen schwieriger rückwärts. Zack, genau. Ich mache es noch ein bisschen schneller. Also wichtig, auch die Arme mitzunehmen bei den Übungen. Ne? Nicht die Arme bleiben hier. Wichtig, dass der Oberkörper auch oben ist. Macht euch nicht klein. Ne? Bleibt oben mit dem Oberkörper. Arme ein bisschen mit benutzen, ne? Auf den Fußballen arbeiten, auf den Fußspitzen. So, ich zeige euch mal die Übungen schnell. Also zack, zack, zack. Das ist die erste Übung. So, die zweite Übung ist nicht viel schwieriger, aber das kriegt ihr bestimmt auch noch locker hin. Wir machen jetzt zwei Kontakte, das heißt immer 1, 2, 1, 2. Also wie gesagt, fangt langsam an und dann versucht ihr immer schneller zu werden. Genau, ich zeige euch nochmal die Übung. Jetzt ein bisschen schneller. Also immer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gut. Also wichtig immer, die Übungen flüssig zu machen. Fangt langsam an und dann werdet ihr immer schneller. Gut. Die nächste Übung. Was haben wir noch? Wir gehen mal Sidestep durch die Leiter. Ne? Wir gehen immer mit einem Fuß rein in die Leiter. Wieder darauf achten, dass die Fersen den Boden nicht berühren. Immer der äußere Fuß zuerst und dann versucht ihr das ein bisschen schneller. Ich mache das nochmal rückwärts. Ihr geht hier und dann könnt ihr das ein bisschen schneller machen. Genau, und immer versuchen, die Leiter nicht zu berühren. Gut, nächste Übung. Wir machen erstmal schön einfache Übungen, die ihr bestimmt alle mitmachen könnt. Wir springen in das Kästchen rein und wieder raus. Rein. Raus, rein, raus. Beide Füße nach außen, in die Mitte. Genau. Zack. Sehr gut. Genau. Also das ist auch eine sehr einfache Übung. Ihr merkt schon, so langsam werde ich schon warm und komme schon ein bisschen aus der Puste, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. So, die nächste Übung ist die Skifahrerübung. Wir springen
Immer ein Kästchen nach außen und ein Fuß geht ins Kästchen. Und dann immer hin und her springen. Also immer nach rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich mache es nochmal ein bisschen schneller. Ja, und versuche das wieder flüssig zu machen. Zack, zack, zack. Mal wieder schön auf den Fußballen arbeiten. Das ist die Skifahrerübung. Gut. So, ganz kurz mal zwischendurch die Koordinationsleiter. Was heißt überhaupt Koordination? Koordination, ja, ist eigentlich gar nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Das ist ein Zusammenspiel von unserem Gehirn und unseren Muskeln, damit die verschiedene Aufgaben bewältigen können. Ihr werdet nachher sehen, das sind noch relativ einfache Übungen. Wir werden nachher wirklich koordinative, schwierige Übungen machen, wo man wirklich durch die Leiter laufen muss und dann noch zusätzlich noch eine Aufgabe erledigen muss. So, die nächste Übung. Auch erstmal ganz einfach. Wir können mal erst mit beiden Füßen springen. Zack, durchspringen mit beiden Füßen. Zack. Wir trainieren also auch bei der Koordinationsleiter unsere Sprungkraft. So, dann überspringen wir mal ein Kästchen. Das ist auch noch relativ einfach. Immer ein Kästchen überspringen und raus. Immer ein Kästchen überspringen. So, dann steigern wir uns langsam. Zwei Kästchen überspringen. So, und eins, zwei, drei, zack. So, die nächste Stufe, wer das schon schafft, bin mal gespannt, ob ich das schaffe, drei Kästchen zu überspringen. Schön in die Knie gehen, hoch, drei, ein bisschen die Leiter berührt, zack. Zack. Und die schwerste Übung, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Das heißt, drei, vier Kästchen überspringen. Das heißt, ich springe einmal in die Leiter und dann wieder raus. Und zack. Oh, Hilfe, ich kipp fast um. Und nach vorne. Yes, geschafft. Also mit einem Sprung in die Leiter rein und dann wieder raus. Gut. So, die nächsten Übungen werden jetzt schon etwas schwieriger werden. Die nächste Übung ist folgendermaßen, so ein Dreiertakt, der Wedler. Es geht immer beide Füße rein, ein Fuß raus. Beide Füße rein, ein Fuß raus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist schon etwas schwieriger. Eins, zwei, drei. Wie beim Tanzen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gut, ich mache es noch mal ein bisschen schneller. Alle Übungen könnt ihr auch rückwärts machen. Das ist alles noch mal viel, viel schwieriger. Wenn das zu einfach ist, macht die Übung mal rückwärts. So, und also Füße raus, zack. Und nachher soll das dann so aussehen. Zack, gut. Ne? Also kann man natürlich, fangt langsam an, wenn ihr die Übung noch nicht so gut könnt. Und dann steigert euch langsam. So eine ähnliche Übung. Die nächste Übung ist, ihr geht mit beiden Füßen rein, eins, zwei, machen jetzt vier Kontakt und beide Füße raus. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau, und dann immer beide Füße raus, beide Füße in das Kästchen und wieder raus. Gut, so langsam wird es anstrengend. Gut, nächste Übung. Oh, eine sehr gute Übung ist die Nähmaschine. Genau, die Nähmaschine könnt ihr, es gibt zwei Variationen. Bei euch könnt ihr erstmal versuchen, in jedes Kästchen beide Füße rein und wieder raus. Rein und raus. Rein, raus. Versucht nicht die schwarze Linie zu berühren. Wieder auf den Fußballen arbeiten. Zack, zack, zack und wieder raus. Gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn die Kästchen etwas zu klein sind. Macht ihr immer einen Fuß links, den anderen Fuß rechts rein. Geht wieder raus und geht immer ein Kästchen weiter. Zack, 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 zack. Und zurück. Gut. Jo, das ist die Nähmaschine. Gut. So, das gibt es alles noch auf einem Bein. Es gibt so viele Übungen. Ihr könnt selbst kreativ sein. Versucht auch selber Übungen zu machen. Und vielleicht fallen euch selber gute Übungen ein. Jetzt machen wir mal nur auf einem Bein. Erstmal versuchen wir nur auf dem rechten Bein. Locker springen. Zack.
Und dasselbe können wir natürlich mit dem anderen Fuß machen. Mit dem linken Fuß. Zack, 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 zack. Und raus. So etwas schwieriger mit einem Fuß ist, wenn ihr versucht, ihr springt mal aus der Leitung wieder rein. Zack. Immer raus und rein. Wird schon schwieriger. Es gibt noch eine schwierige Übung, ist, wenn ihr mit einem Fuß, ihr fangt auf der Seite an, springt rüber, wieder ins Kästchen und raus. Zack. Rein und raus. Puh. So, ihr merkt schon, es ist ganz schön anstrengend. Also es gibt da ganz viele Übungen. Wir werden gleich noch ein Bonusvideo machen, wo wir da noch ein paar Übungen vorstellen für unsere Cracks, unsere Profis, die dann schon etwas schwieriger sind. Und ja, jetzt erstmal was trinken. Ich brauche mal eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder bei Checkamo. So, ich möchte euch jetzt noch ganz kurz ein paar Übungen zeigen, die etwas schwieriger sind, wo wir noch was dazu nehmen. Heute haben wir einen Luftballon, wir können Tennisbälle dazu nehmen und ich werde euch mal einige Sachen zeigen, wie wir die Übungen etwas schwieriger machen können, wenn die etwas zu einfach sind. Ne? Also folgende Übung ist jetzt mal, ich mache die Übung den Wedler, das heißt, ich mache die Übung hier, ein Fuß raus, beide Füße rein. In der Zeit geht der Luftballon immer hinten rum. Also das machen wir nicht nur die Füße, sondern gleichzeitig wird auch noch hier der Luftballon, das könnt ihr auch einen Ball nehmen, um den Körper. Ich zeige das nochmal. Also, wir fangen mit der Übung an und gleichzeitig den Luftballon um den Körper rum. Ne? Zack, 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 zack. Gut. So, ihr könnt das da auch mit Tennisbällen machen. Ne, hinterm rum wie eben, oder ihr macht das einfach, ihr werft den Ball euch hin und her, ne, zack, hochwerfen und zack, hin und her. Das kann man auch mit zwei Bällen machen. Jetzt wird es schon mal schwieriger. Also einfach mal die Bälle hochwerfen und dann gleichzeitig die Übung machen. So, das wird schon koordinativ ein bisschen schwieriger. Gut. Ne? So, natürlich könnt ihr auch die Übungen, es gibt noch ganz tolle Variationen. Mit Klatschen kann man eben auch die Hände einfach benutzen. Ich mache mal nur die Wedlerübung erstmal. Ihr könnt natürlich jede Übung dafür benutzen. Und ihr könnt einfach mal vorne und hinten klatschen. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Vorne und hinten. Also mit Klatschen könnt ihr jede Übung mal machen. Vorne, hinten klatschen. Oder was ihr mit dazu nehmen könnt, wir wollen ein bisschen Mathe noch dazu nehmen. Jetzt kommt Freude auf. Ne, jetzt können wir versuchen mal die Zweierreihe, die ist ja noch nicht ganz so schwer, die Zweierreihe zu machen. Also das heißt, immer wenn der Fuß nach außen geht, werden wir die Zweierreihe, ne, machen. Also das heißt hier, wir machen die 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Mal gespannt, wer das schon schafft. Das könnt ihr natürlich mit allen Zahlen machen. Das machen wir mal. Oder die Dreierreihe, die geht ja auch noch. Also 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 und so weiter. Gut, also ihr könnt Matheaufgaben machen. Ne? Also verschiedene Schritte nehmen. Natürlich wird es dann schwierig mit der 7er Reihe. Ihr könnt auch die 10er Reihe, ist auch noch einfach, oder die 5er Reihe ist auch noch einfach. Für die Profis hier die 7er oder 9er Reihe. Gleichzeitig wird das Gehirn trainiert. So, dann gibt es noch ganz tolle Sachen, die ich noch habe. Das ist schon etwas schwieriger. Ich zeige euch das erstmal hier oben. Das ist der Hase und das ist der Jäger. Ne? Die Pistole hier. Und der Jäger, ach Quatsch, hier ist der Hase, ne? Und hier ist der Jäger. Und das machen wir erstmal nur nur im Stehen, ohne durch die Leiter zu gehen. Wir wechseln jetzt. Hier kommt jetzt der Jäger und hier der Hase. Und dann gehen wir andersrum wieder. Wechseln, Hase, Jäger. Tack. Hin und her.
Gut, das könnt ihr erstmal so trainieren. Das ist gar nicht so einfach. Da habe ich auch ein bisschen Zeit für gebraucht. Also ein Jäger. Zack. Zack. So, und das machen wir jetzt durch die Leiter. Mal gucken, ob ich das schaffe. So, also Jäger. Also, zack. Und wechseln. Zack. Durch die Leiter die Übung machen. Zack. Ihr könnt, wie gesagt, auch die einfachen Übungen erstmal machen. Ihr müsst ja nicht direkt die schweren Übungen machen. Ihr könnt das einfach in das nächste Kästchen gehen. Immer den Zweierkontakt. Zack, 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 zack. Hase und Jäger. Versucht das mal zu üben. Mal gucken, bin gespannt, wer das schafft. Der Hase und Jäger. Und da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und ja, das machen wir gleich. In unserem Bonus-Video kommen diese ganz schweren Aufgaben. So, wir kommen nochmal zu unseren Checker-Fragen von Checker Mo. Drei Fragen habe ich für euch vorbereitet. So, die erste Frage ist, wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr es natürlich die Antwort. Wie heißt diese Leiter? Ist das A, ist das die Bauleiter? Ist es B, die Koordinationsleiter? Oder C, die Tanzleiter? Ne? Wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr natürlich die Antwort. Antwort B, die Koordinationsleiter. Wird auch ganz oft benutzt beim Fußball, beim Leichtathletik oder bei Tennis natürlich. Ne? Wird man ganz oft diese Leiter dazu nehmen. Gut, die zweite Frage. Was ist überhaupt Koordination? Was wird trainiert bei der Koordination? Wird trainiert die Schnelligkeit? A, B, die Kraft? Oder C, die Geschicklichkeit, ne? Dass man versucht, verschiedene Übungen zu verknüpfen. Ne? Es ist natürlich, ihr wisst die Antwort, es ist die Antwort 3, die Geschicklichkeit wird trainiert. Ne? Koordination, schweres Wort, wird trainiert. Ne? Wir machen verschiedene Aufgaben. So, die dritte Checker-Frage ist, wie kann ich die Aufgaben ein bisschen schwerer machen? Ne? Es gibt verschiedene Antworten, die ihr jetzt... stellen werden. Also, was kann man erschweren? Also man kann die Übungen entweder erschweren A, durch Klatschen mit Bällen oder das 1x1 dazu nehmen, 2, 3, die Dreierreihe, Viererreihe. Das kann man natürlich auch verknüpfen, indem man klatscht und die Zweier- oder Dreierreihe dazu nimmt, 2, 4, 6 und dann die Übung noch macht. Ne? Das kann man natürlich, dadurch kann man die Übungen schwerer machen. Oder kann man sie schwerer machen, indem man sie vielleicht rückwärts macht. Ne? Rückwärts gibt es auch die Möglichkeit, die Übungen alle rückwärts zu machen. Oder kann man die Übungen erschweren, indem man sich vielleicht die Augen zubindet und nichts mehr sieht. Das wird sehr schwer. Also richtiges A und B. Ne, man kann verschiedene Hilfsmittel dazu nehmen, das Klatschen, das 1x1, die Bälle dazu nehmen. Und natürlich kann man die Übung erschweren, indem man die ganzen Übungen auch rückwärts macht. Gut, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Geht nach draußen, macht die Übung, malt euch eine Koordinationsleiter mit Kreide auf dem Boden. Ne, geht nach draußen, nutzt das schöne Wetter, tut was und verbessert eure Geschicklichkeit, eure Koordination. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video von Checker Mo.